willkommen bei Homebuilt Solution. Das ist leider der letzte Tag für das schöne Auto hier. Denn es gibt was Neues. Und was es Neues gibt, das seht ihr jetzt. Ja, ja. Wir drehen Video. Wir drehen Videos für YouTube. Das interessiert uns aber nicht. Das Baustelle. Das Baustelle. Das wissen, das ist auch ein Baustellenfahrzeug. Das ist ja quasi für unsere Baufirma. Das interessiert uns nicht. Wir haben hier unsere Baustelleneinrichtung. Wie du alte Fresse. Das weißt du, dass ihr dort habt? Nee, ja. Ja. Hier sieht er so. Ist alles hier vorgezogen. Ihr verlasst jetzt selber das Baufeld. Das holen wir der Polizei. Machen wir. Beim letzten Mal war es kein Problem, wo wir mit dem Kollegen gesprochen haben. Okay, nee, da hattet ihr noch die. So wie ihr jetzt hier unbeheizt seid. Das könnt ihr weglassen. Das letzte Mal, wo ihr das Wasser stehen hattet? Ja, das weiß ich. Wahrscheinlich ist es nicht. Ich hatte das letzte Mal, keine Ahnung, wer der Kollege war, da saß das Wasser. Hatte ich auch gefragt, da war es auch noch. Man kann sich auch einscheißen. Wunderschönen guten Tag. Guck mal, ich liege im Auto. Ich kann ja selbst. Aber wenn ich hier so drin bin und ich habe das zu, da sehe ich, wo ich jetzt gucken kann, dass kein Wasser reinkommt. Weil das Geile ist ja. Oh, warte, der Dicke muss ich erstmal drehen. Schneckenhaus aufrollen. Hier ist alles Teppich. Tutti kompletti Teppich. Ja, ich bin mal wieder bei Martin, so ganz spontan, und habe das Dachzelt vergessen. Ich bin heute hier. Gucken Sie mal nicht so genau. Also, Platz ohne Ende. Und wisst ihr, für was ich wäre? Wenn wir hinten eine schöne dicke Folie reinmachen und alles mit Wasser. Und dann sitzen wir hier hinten drin. So. Und fahren wir runter. Wisst ihr, was auch toll ist? Wenn jemand ärgern will, ist ja ein Schlüssel. Und auf den Schlüssel kannst du ja drauf drücken. Das ist unser neues Auto. Kleiner Pickup. Zuladen, 900 irgendwas Kilo. Wegen der deutschen Zulassung. Alle Fälle für die EU gemacht. Europäisches Fahrzeug, also extra für Europa hergestellt. Importiert über IAC Europe. Ja, wir haben halt dementsprechend zugelassen auf die deutschen Gesetze. Das heißt Anhängerkupplung, nur 3,5 Tonnen maximal wegen der Zuladung. Muss man aber aufpassen, die Kiste wiegt 2600 Kilo oder so, also schon nicht wenig. Da stehen sie, die zwei. Der alte und der neue. Gibt ja so einen schönen Werbespruch, ne? Du bist alt, du bist hässlich, du bist raus, aber hässlich sind sie beide nicht. Der war schön, der ist schöner. Nee, den wollte ich schon immer haben, seitdem ich ja so klein bin. Ja. Und jetzt ist es halt soweit, jetzt fahre ich halt so einen großen Ram. Wir haben ja eine Umfrage gemacht bei Instagram, wenn wir beim Thema Instagram sind. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den YouTube-Kanal und abonniert Instagram. Und ich habe mich schon ein bisschen vertraut machen können. Ich weiß noch nicht alles, habe noch nicht alles rausgefunden, aber es fährt sich schon mal cool. Und wer jetzt denkt, nur weil der größer ist und breiter ist wie der, fahren sich beide trotzdem relativ gleich, was Kurven angeht, was Enge angeht. Auch wenn der breiter ist, aber irgendwie hat man schon das Gefühl, allein durch den, das ist da entspannter. Ich denke mal, wenn man von einem Polo oder von einem Golf auf den umsteigt, ist was ganz anderes. Aber meine Frau ist den auch schon ganz entspannt gefahren. Warum ein neues und was mit dem Ford Ranger? Warum ein neues? Sag's mal so. Jetzt kann ich es mir erlauben, leisten, wie auch immer, den zu fahren.
Was in 5 Jahren ist, weiß ich nicht. Wie teuer war es? Neu kostet der so, wie er dort steht, 85.000. 85.000 sind natürlich. Ich habe ihn als Jahreswagen gekauft mit 23.000 Kilometern runter und habe jetzt eine 60 bezahlt. Also bezahlt habe ich es nicht, das übernimmt die Bank. Aber wir sind eine Firma, finanzieren ist da besser als sofort bezahlen. Wie viel PS? Der Ranger hat 213 PS und 500 Newtonmeter. Der Ram hat 401 PS und 556 Newtonmeter. Das heißt, er hat 56 Newtonmeter mehr wie der Ranger. Das ist ein 2 Liter Biturbo Diesel. 4 Zylinder hintereinander. Verbrauch 12, 13 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Das ist ein 5,7 Liter V8 Hemi-Motor. Warum Hemi? Weil die Kolben quasi rund sind und nicht wie bei unseren glatt, also hemisphärisch heißt das. V8, V, ne, sind 8 Zylinder, 4-4. Der braucht Benzin. Zurzeit toll. Benzin ist zurzeit günstiger wie der Diesel. Wir haben ungefähr 15 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Da wir aber günstiger fahren wollen, haben wir hier eine Gasanlage drin von Brinz. Und wir brauchen ungefähr 16 bis 20 Liter Gas auf 100 Kilometer. Aber im Durchschnitt kommst du um die 500 bis 550 Kilometer mit einer vollen Gasfüllung, ne? So 100 Liter drin. Das heißt, ich bezahle momentan 90 Euro für 100 Liter Gas. Hier habe ich für die Füllung 75 Liter Tank. Tankst ja immer so um die 68 Liter, 70 Liter. Bezahle ich immer so um die 140 Euro. Steuer sind sie relativ gleich. Bei LKW-Steuer 213 und 198 oder sowas. Versicherung ist der sogar teurer wie der. Für den habe ich 1800 Euro bezahlt im Jahr und für den bezahle ich 1500 Euro im Jahr. Warum? Der fährt ganz oft rum und der ganz selten. Also Unfallwahrscheinlichkeit ist hier geringer wie bei dem. Ladefläche. Wir kriegen hier rein, ja, ungefähr, sagen wir mal, 1,25. Jetzt switchen wir mal rüber. Ja. Breite 1,50. Länge bei geschlossener Klappe. Ich gehe mal ganz unten hin. Ne, machen ja die Autoverkäufer auch so. 1,54. Wirkliches Maß durch das hier hinten, bist du noch mal kleiner, bist du so bei 1,45 so nachher. Na, wir haben ja bisher vor ungefähr 1,68. Gehen wir hier hoch, da haben wir noch mal eine kleine Wulst. Ja, das nimmt uns vielleicht noch mal 5 cm, also 1,65. Seite von der Ladefläche, Radkasten, sind wir bei 1,28 m. Das heißt, wir können ja ganz gemütlich Trockenbau dazwischen packen. Hier sind wir bei einem 1,14 m, 1,13 m, irgendwie sowas. Laderaumhöhe, also vergleichen wir jetzt mal wirklich, wenn wir hier keinen Hotdog drauf hätten. Wir haben jetzt hier, Unterkante ist quasi die Schiene hier, sind wir bei 51 cm. 51. Jetzt gehen wir hier hin. Warte mal, Schiene ist hier. 51 cm, das nimmt sich nichts von der Höhe, also das ist schon mal gut. Schön. Gucken wir uns mal das Interieur an. Rücksitzbank bei dem. Der ist auf mich eingestellt. So fahre ich. Das ist quasi, hier kann ich Daniel massieren, wenn er vorne sitzt und fährt. Das ist so den Platz, den du hier hast. Natürlich auch hier Kapphalter, 2 Stück. Kleine Mittelarmlehne. Ist ein 5-Sitzer, kannst du zu 5 fahren. Dann kannst du hier das hier hochklappen irgendwie. Ja, genau. Kannst das hochklappen und kannst quasi was reinladen, wenn du das festmachst. Oder du kannst runterklappen. Ja. Nur so halt. Jetzt gehen wir mal darüber. Öffnung der Tür. Ne? Dann wir jetzt mal gucken. Ich mal hier rein. Winkel. So ungefähr. Ne? Es ist jetzt hier nicht 100%, da gibt es bestimmt Werksangaben. Sind wir ungefähr bei, sagen wir mal 70, ist irgendwo zwischen 75 und 60. Sagen wir mal 70.
Jetzt machen wir hier auf. Und sehen schon mal viel mehr Platz. Jetzt gucken wir mal hier noch dafür. Haben wir auch gerade dabei. Da sind wir deutlich bei über 75, also knappe 80 Grad. Ne? Jetzt habe ich hier einen schönen Griff, könnt ihr reinheben. Ist auch auf den Daniel eingestellt. Ja. Vorne war ich dran. Zack. Mittelarmlehne. Beifuß. Ich habe mal eine Flasche mit hergeholt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Wenn es im Übrigen interessiert, das ist Coco White Schoko. Wenn ihr Bock habt auf das Zeug, es gibt noch die günstige Alternative in der Pulverform. Da gibt es einen Becher dazu. Da könnt ihr selber anrühren. Oder die Variante, wenn ihr die Faulen seid, so wie wir. Fertig, angerührt, einfach nur frisch aus dem Kühlschrank geschüttelt. Mit dem Code 10HOME spart ihr 10%. Und der Link dazu ist wie unten immer in der Videobeschreibung. Der Ramp bezahlt sich ja nicht von alleine. Das heißt, kaufen, kaufen, kaufen. Wir machen ja alles nur wegen der Kohle. Jetzt kann ich hier die Tür zumachen. Hier habe ich auch noch einen. Fünf. Das Wichtigste steht da drin. Mein Kaffeebecher. Sechs. Das heißt, wir haben alleine hier hinten sechs Kaffeebecher. Halter. Cupholder. Und da wir ja Platz brauchen. Ist das der Platz, den wir hier haben? Also wenn das nicht mehr ist wie drüben, weiß ich auch nicht. Wenn ihr denkt, es ist kein Platz mehr da, um irgendwas zu verstauen. Machst du das Ding hier hoch? Also die Matte. Ein bisschen beiseite nehmen kurz. Wenn du jetzt an den Strand fährst zu den Kumpels und willst kaltes Bier mitnehmen, kannst du das Ding aufmachen, kannst du das Teil hier rausnehmen, kannst du dein Bier reinstellen, Eiswürfel reinhauen, wieder reintun, fertig. Und wenn du sogar wissen willst, wie groß die Bierflasche ist, kannst du auch was abmessen, weil hier haben sie nochmal ein Maßband dran gemacht. In Zentimeter natürlich. Ach du Kacke. Wir haben hier einen Sitz mit Sitzheizung, elektrisch einstellen und Sitzbelüftung. So, Kaffeehalter Nummer. Schreibt es in die Kommentare. 7. Kaffeehalter Nummer 8. Hier drüben ist eine Getränkeflasche drin. 9. Dann könnt ihr auch noch eine Dose reinpacken. 10. Wo die Kaugummis drin sind. Und das gleiche hast du drüben auf der anderen Seite eigentlich auch nochmal. Schön, ne? Herrlich. Was meckert da? Ah, Motorhaube ist offen. Wir haben hier USB-Anschlüsse im Übrigen. USB-C zwei Stück und USB-Normal und AUX-Anschluss. Dann haben wir hier drin nochmal, Entschuldigung, USB-Anschluss. Und diese Vierer-Variante haben wir hier hinten auch nochmal. Ja, hier unten kannst du ganze Kinder verstecken. Ja. Falls du mal Winkel messen musst, ja, beziehungsweise Winkel gucken willst, dann hast du hier die Hypotenuse. Dann hast du hier nochmal alle Zollgrößen, wie viel Millimeter welcher Zoll hat. Ein Achtel Zoll hat zum Beispiel 3,18 Millimeter. Und dann hast du hier unten noch eine 115 Watt Volt Steckdose mit 400 Watt Ausgangsleistung. Amerikanischer Stecker, müssen wir einen Adapter kaufen. Ja, stecken wir an. Wir haben natürlich Apple CarPlay Android Auto. Das ist relativ leise. Wir sind jetzt bei 18. Wir hören schon schön Bass und allem drum dran, ne? Wir können aber auch voll aufdrehen. Selbst wenn du es so laut machst, du hörst es echt sehr klar. Ne? Und ja, du kannst dich unterhalten, das ist wie in der Disco. Schön. Es heißt ja immer, Amerikaner sind Plastikbomber. Das hier oben ist beledert, das ist beledert, Lederlenkrad, das ist beledert. Oder zumindest so ein Soft-Touch. Plastik. Hier ist ja nochmal Ablage. Das hier ist auch Plastik, aber das ist auch in jedem Auto Plastik. Das hier ist Plastik. Das hier ist so Soft-Touch-Gedöns. Die Tür drüben, Alcantara, beledert oben. Das ist beledert. Das hier ist alles Plastik. Ist halt so. Ist halt ein Nutzfahrzeug, darf man auch nicht vergessen. Hier oben schwarzer Dachhimmel, ist auch geil. Und du kannst hier hinten auch öffnen. Damit du das besser hörst.
hackelt, oder? Herrlich. Fahrt. Ich fahre den jetzt zum Händler. Es war schön mit dem, es hat Spaß gemacht. War ein schöner Pickup. Viele haben es versucht, immer auszureden, gerade von ein, zwei Händlern. Kannst du nicht machen, Parkhaus und. Aber Benni blendet euch mal ein Foto ein. Selbst der Große passt ins Parkhaus in Leipzig. Also von daher, das passt schon ganz entspannt. So, würde ich sagen, auf Wiedersehen, bis später. Tschüss.